Hallo liebe Weinfreunde, willkommen aus dem Würzburger Keller. Ja, hallo, servus. Ja, wir haben uns heute nochmal hier versammelt, um mal was zu probieren. Heute mal nicht Franken. Nee. Wir machen heute mal was Ausländisches. Außer eigentlich die Konkurrenzregion. Ja, die Konkurrenzregion machen wir heute, und nämlich Rheinhessen. Rheinhessen als erstes, ja, eigentlich das größte deutsche Weinbaugebiet. Und als Vertreterin aus Rheinhessen haben wir heute was rausgesucht, nämlich das Weingut Katharina Wechsler, oder? Ja. Katharina Wechsler. Ja, aus Rheinhessen. Was wissen wir über sie? Hat bei Wittmann gelernt. Ja, Ausbildung bei Wittmann. Und sehr attraktive Frau. Ja. Aber das haben wir schon öfters festgestellt, dass das eigentlich mit sehr guten Weinen zusammenpasst. Das schauen wir mal. Durchaus, ja. Also wir haben jetzt erstmal hier eine Scheurebe trocken von 2013. Schon so ein modernes Design, was eigentlich momentan bei den jungen Winzern so die Art in ist, finde ich. Ja, also ist sehr... So die Art hat man schon ab und zu gesehen. Genau. Mach mal auf. Das ist der erste Scheurebe, oder? Scheu. ...2013. Mhm. Oh. Mhm. Ist also gleich die Grapefruit da, gell? Total, sofort da. Ist auch sehr präsent. Mhm. Macht auf jeden Fall Spaß. Also, sehr viel. Wie teuer ist sowas? Etwas über 10 Euro. Okay. Das ist schon diese moderne Richtung, gell? Mhm. Und grüne Aromen. Aber vor allem Grapefruit. Mhm. So Pink Grapefruit. Mhm. Finde ich. Ja, finde ich auch. Also mir gefällt ja sehr gut. Mhm. Ein Weinchen über den 40, ne? Würde ich sagen. Mhm. Knapp über den 40, aber über 40. Ja, also preislich ist sie ja eigentlich jetzt im ganz normalen Preisfeld für Scheurreben in der Qualität. Kann man so sagen, ja. Ja, also ne, also gefällt mir ganz gut. Säure ist da, aber ist nicht so präsent, ist so ein bisschen rund. Aber ist jetzt halt auch nicht so lange im Mund, finde ich. Also ich habe gestern ein Sauvignon Blanc getrunken aus der Steiermark. Der ging in die ähnliche Richtung. Es ist verblüffend, wie eng oft Scheurebe und SB beieinander sind. Mhm. Gefällt mir gut. Was hast du noch von ihr? Schauen wir mal. Wir machen mal kurze Pause und dann machen wir gleich weiter. So, ich melde mich jetzt nochmal allein. Leider gab es ein paar Probleme mit der Kameraaufnahme, deswegen meine Nachbarn, besser gesagt die Disco nebenan, ist doch ein bisschen laut. Von dem her ist die Aufnahme leider nichts geworden, deswegen haben wir jetzt gesagt, dass ich das jetzt nochmal allein nachhole. Ihr habt es ja nicht sehen können, aber zweiter Wein, den wir rausgesucht hatten an dem Abend, war auch wieder Katharina Wechsler, nämlich Riesling 2014 trocken. Ja, einer der ersten 14er, die ich jetzt probiere, vor allem der erste 14er aus Rheinhessen, den ich dieses Jahr probiere. Bin ich gespannt.
Ja, über Katharina Wechsler haben wir ja schon einiges gesagt. Ich bin jetzt mal gespannt. Erinnert an Quitten. Eine leichte Birnenaromatik. Der gefällt mir auch sehr gut. Also das ist auch wieder ein schöner Riesling. Auch wieder recht frisch ausgebaut. Hat auch nicht so viel Alkohol, 11,5, also ist eher so wirklich, da kann man auch ein zweites Glas trinken, weil er eben, ja, er ist relativ leicht, merkt man schon am Geruch, obwohl die Fruchtaromatik ist eindeutig da, ist, denke ich, auch eher fürs jüngere Publikum gemacht. Aber wenn ich jetzt so reinrieche, würde ich auch sagen, der ist spontan vergoren. Aber auch schöner Riesling. Also jetzt nicht diese Hammersäure. Extrem Frucht auf der Zunge. Bleibt lange da. Gefällt mir. Hat auch so Honigaromen dabei. Ist so top. Die Scheurebe auch davor. Ich würde sogar die Scheurebe noch eine Spur besser sehen als den Riesling hier. Die Scheurebe würde ich bei 43 Punkten nämlich ansetzen. Hatten der Prateralle und ich auch eigentlich festgelegt, 43 Punkte, und der hier ist bei 42. Also ist auch ein sehr schöner Riesling, vor allem für den Preis. Ist so knapp über 10 Euro, kann man nicht meckern. Ja, ist eine Empfehlung wert. Probiert es einfach mal, Weingut Wechsler hat was. Bis dahin, bis zur nächsten Folge, Servus, macht's gut, ciao.